Hi, willkommen bei Grill & Chill BBQ & Lifestyle. Heute wird gewurstet. Wir machen selber Würste. Und zwar gibt es Salchicha aus Neapel. Das Rezept ist von der Nonna. Und wie ich das gerade gemacht habe. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht es hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen 32 Gramm Meersalz. Den habe ich schön gemörsert, schön fein gemacht. 6 Gramm schwarzer Pfeffer. Ich nehme hier wieder den Paradiespfeffer. Der schmeckt uns richtig gut. 4 Gramm Fenchelsamen. Den habe ich auch gut gemörsert und klein gemacht. Dann brauchen wir einen guten Rotwein. Es muss nicht der teuerste sein, aber nehmt auch nicht einen Kochwein. Nehmt am besten das, was ihr auch sonst gerne trinkt, 200 ml davon, und dann wird das Resultat auch gut werden. Dann habe ich hier 1 Kilo durchwachsenen Schweinebauch ohne Schwarte, hier noch 1,3 Kilo Schweineschulter, eine magere Version, und das sind schon die ganzen Zutaten. Ist alles in der Infobox unten drin, und dann geht's gleich los mit dem Würzen. Ich nehme hier noch zusätzlich 200 Gramm Schweinehals, den hatte ich noch rumliegen, gibt noch ein bisschen Geschmack rein. Die Haut ziehen wir ab. Kommt dann ein Filetiermesser, immer nicht schlecht. Und dann schneiden wir mal das Ganze ein bisschen zurecht. 2, 3, 4 cm große Stücke, dass sie gut in den Fleischwolf reinpassen. Sie können auch längs sein. Runter gehen sie gut, so im Fleischwolf. Das passt. Schweinebauch immer mal schauen, wenn ihr den ganzen habt, ob es noch Knorpel drin habt, und möglich die rausschneiden. Das Ganze eine Schüssel rein, Salz und Pfeffer. Mal schön verteilen. Alles schön durchmengen. Man schmeckt den Fenchelsamen gut raus. Dann gleich mal Vakuumbeutel bereit gemacht. Oben mal umschlagen und dann das gute Fleisch schön da rein verteilen. Dann kommt noch der gute Wein dazu. Einmal schön verteilen, dass überall ein bisschen rankommt. Und dann wird das Ganze gut verschweißt. Ihr könnt das auch alternativ eine Schale reinmachen, den Wein rein und vielleicht mal alle 2 Stunden ein bisschen wenden drin. Das Ganze mal gut eingeschweißt. Ich habe hier eine günstige Version von einem Vakuumiergerät. Dann schiebt ihr einfach das Ganze ein bisschen nach unten.
macht nochmal zu und macht eine zweite Naht. So seid ihr sicher, dass nichts ausläuft. Und dann geht's auch mit einem günstigen Gerät. Seht ihr es? Zwei Nähte, unten dasselbe und dann geht das nun für 24 Stunden in den Kühlschrank und lassen das schön einziehen. So Freunde, 24 Stunden sind rum, es geht weiter am Fleischwolf. Ich habe hier mal eine kleine Maschine geordert. Ich will in nächster Zeit ein bisschen mehr Wurst machen. Oder auch mal selber Hamburger oder verschiedenes. Und ich zeige euch gleich mal das Gerät. Ist eine Kenwood 1600 Watt. Ist eine Pro 1600. Hat Nein-Schalter und einen Retourgang. Vielmehr nicht. Dann diesen Aussatz für vorne rein. Der wird hier eingeschoben. Dann gibt es so ein eine Schnecke dazu, das führt uns das Fleisch von hinten nach vorne. Müsst ihr auch richtig einfahren und schauen, dass es hinten einrastet. Als nächstes gibt es hier so einen Schneider, ein Messer, das dreht sich mit. Und natürlich die Lochscheiben. Da gibt es verschiedene Größen, ich nehme heute die 8er und das ist eher die grobe Version. Das Messer drauf. Bei denen, wenn ihr die wäscht, allgemein die Teile hier nicht in den normalen in die Abwaschmaschine, sondern immer von Hand. Und die Edelstahlteile immer gut einfetten oder einölen, da sie leicht anfangen zu rosten. Einfach das Ganze hier einfahren, bis es einrastet und dann mit der Mutter fixieren. Hier hinten gibt es noch eine zweite Fixierung, dass das ganze Teil nicht rauskommt. Und zum guten Schluss gibt es hier noch eine Form, um das Fleisch oben rein und nach unten drücken, tun wir das Ganze mit dem Stab, der dabei ist. Ja, dann würde ich sagen, wir holen uns mal Fleisch und dann geht's schon los. So sieht das gute Fleisch aus für unsere Salchicha. Der Wein sieht man hier noch drin, blubbert noch schön rum. Hat sich alles gut verteilt und dann geht's ab durch den Fleischwolf. Ja, da geht's los, die wilde Fahrt. Gut 3 Minuten haben wir es geschafft. Schönes Hack für unsere Würste. Riecht schon fantastisch nach Salchicha. Ja, und ich würde sagen, dann geht's gleich weiter beim Wursten. Hier noch meine 4 Liter Wurstfüllmaschine. Kostet so um die 50 Euro bei Amazon. Ich werde es euch unten verlinken. Hat eine gute Bewertung gehabt und ich denke für 50 Euro
ist das richtig ein massiver Style und kann sich vermutlich sehen lassen. Aber das wird jetzt gleich getestet und schauen wir mal, ob es funktioniert. Die Metalldüse vorne, die habe ich zusätzlich noch bestellt als Zubehör. Original sind die Plastikdinger dabei. Da haben wir unser Salchicha-Hack. Wird jetzt gut durchgeknetet. Schmeckt schon richtig gut nach Wein, nach Salchicha halt mit den Gewürzen. Und jetzt wird es abgefüllt, wieder in die Wurstpresse rein. Das passt so. Und dann wird mal der Darm aufgezogen. Schön gewässert, wie immer, ausgespült und in lauwarmem Wasser eine Stunde, zwei. Bisschen ziehen gelassen, alles ein bisschen feucht machen und dann einfach wieder drüber ziehen hier. Fleisch ist schon schön nach vorne. Nehmen wir hier ein Stückchen, drücken einfach zu und dann geht's wieder los mit der Salchicha. Ein bisschen gegendrücken. Salchicha wollen wir nicht zu groß. Je nach Maschine gibt es einen Rest bei der Wurstfüllmaschine. Das gibt einen leckeren Burger gleich noch. Ansonsten sind es 21 Würste geworden. Diesmal nicht so groß, wie es halt Chicha sind. Die könnt ihr abschneiden und einfach drehen. Ihr könnt sie abbinden oder einfach nur rumlitzen. Die Wurst wird nicht mehr groß herausspritzen oder so. Also da könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache da nicht viel groß rum. Da wird ein bisschen gedreht und dann reicht das schon. Haben wir unsere Salchicha fertig. Jetzt gehen die nochmal Minimum für 4-5 Stunden in den Kühlschrank. Ich werde sie über Nacht in den Kühlschrank legen. Und dann wird morgen mal getestet. Kleines Feuer ist angefacht, die Glut brennt. Ich nehme die Würste ein bisschen nach oben. Ich möchte den Würsten noch ein wenig Rauchgeschmack beifügen. Nehme ich ein paar Brasilien-Rum-Chips von Smokewood und werf die einfach mal in die Glut. Und dann legen wir unser schönes Würstchen mal schön auf. So, Deckel zu und dann lassen wir das mal schön
Braten. So Freunde, wir haben es geschafft. Ich habe die mal schön angebraten. Dann hilft's nichts, wir testen das gleich mal an. So sehen die von innen aus. Ja, dann hilft's nichts, wir testen sie mal an. Ja Freunde, wenn ihr Salchicha kennt, da gibt es nichts Vergleichbares. Der Wein, der Fenkel, einfach sensationell. Ist natürlich recht fettig, aber das muss so sein. Fett gibt Geschmack. Und ja, ich empfehle es euch auf jeden Fall, probiert mal selber zu wursten. Man braucht 2-3 Gerätschaften, aber es macht riesen Spaß. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit und wie immer, einen Daumen hoch, Support ist kein Mord, ein Hashtag Salchicha in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Dann sehe ich wieder, wer aktiv ist und das hilft meinem Kanal weiter. Und nicht vergessen, ein Abo hinterlassen. Hier 2 weitere Folgen für euch. Und schaut auch mal rein bei Grill Chill BBQ und Lifestyle International bei Facebook. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. See ya!